So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Pokémon Malen. Ja, kleine Problematik. Ich habe festgestellt, dass meine Audiospur in den ersten 2-3 Minuten einfach kaputt gegangen ist. Fragt mich nicht warum, aber das Video war viel zu viel Arbeit, weil es doch ein bisschen Arbeit ist. Ja, ich rede gleich weiter. Ich möchte noch kurz vorlesen, was die Aufgabe war. Eine Mischung aus Charizard und Pikachu. Und ich soll freien Lauf lassen und am Ende soll noch beides erkennbar sein. Wurde von Star Trek eingeschickt. Grüße gehen raus. Auch ein aktiver Zuschauer auf Twitch. Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist halt passiert, ne? Passiert. Meine Audiospur ist einfach funktioniert nicht mehr die ersten 3 Minuten. Und ich dachte mir, bevor ich das ganze Video verwerf und Star Trek hier nicht seine Zeichnung auf YouTube bekommt, war schon ganz aufgeregt, dann synchronisiere ich kurz die ersten paar Minuten nach. Ja, es soll wie gesagt eine Glurak-Pikachu-Mischung sein. Und die, ja, setzen wir uns dann gleich ran. Wie gesagt, die Videos sind ein bisschen aufwendiger, weil ich halt diese kompletten 30 Minuten, wo ich an so einem Pokémon mal zusammenschneid, und deswegen hätte es sich für mich jetzt nicht gelohnt, dieses Video einfach zu verwerfen. Das wäre einfach doch nicht das wert. Ja, was ich auch schon mal gesagt habe, ne? Ich werde jetzt diese Erklärung, was wir machen, nicht mehr einblenden, denke ich. Hier versuche ich gerade einen Kopf einzumachen, weil ich denke, man versteht es von selber. Ich male eure Pokémon. Falls ihr auch wollt, dass ich eben eure Pokémon male, könnt ihr euch das eben auf Twitch holen. Da habe ich eben diesen Stream Store und da kann man sich das eben kaufen. Ich habe auch schon noch in einem weiteren Stream 3 weitere Pokémon gemalt. Die kommen dann auch irgendwann mal die Tage. Da schaue ich mal, wann ich Zeit habe, die zu dingsen. Ja, genau. Und wie ihr seht, malen wir jetzt hier gerade einen Glurak-Kopf mit Pikachu Ohren. Das war zumindest das Ziel. Und auch so ein bisschen Glurak-Körper hinzubekommen. Und einen Pikachu-Schwanz. Das war so ein bisschen das Ziel. Das seht ihr aber auch gleich. Weil, ja, jetzt geht es nämlich gleich weiter. Und ich würde sagen, jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Video, weil jetzt funktioniert der Ton auch wieder. Schreibt man in den Chat Star Trek, erkennt man es oder erkennt man es nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde, es ist ganz okay. Ich finde es ganz okay. Okay, wir machen. Nein, lass, okay. Dann machen wir hier so hängende Beine, weil er soll fliegen. Er soll gleich mal fliegen. Farblich müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Vielleicht so eine orangene Mischung. Aber ich denke, ich finde, das geht ganz klar. Ich finde, das geht echt ganz klar. Joa, passt schon, schreibt er. Passt schon, dann passt schon. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir die Beine am besten hinbekommen. Ich kann halt einfach keine Krallen zeichnen, da. Das ist halt mit den Möglichkeiten, die ich habe, ein bisschen begrenzt. Dann hier machen wir hier noch eine Linie rein, dass man hier so ein Bauchmuster hat. Okay, dann machen wir es jetzt so. Wir versuchen es mal mit Färben. Hier oben würde ich natürlich direkt mal schwarz machen. Ah, hier fehlt noch Dings. So. Ich denke, das ist okay. Okay, dann zoomen wir mal ran und fangen an zu färben. Ich würde sagen, nehmen mal einen Orangeton für die Flügel. So, wir versuchen es mal hier. Wir haben jetzt den Body schon mal voll. Nice. Dann gucken wir, dass wir hier den Schwanz noch ein bisschen voll machen. Diesmal müssen wir ein bisschen mehr zeichnen als davor. So. Ich muss sagen, den Arm finde ich sogar auch ganz fresh. Der ist halt angelehnt an so einen Dinosaurier. Und ich denke, das macht Sinn. Sind dann gleich noch ein bisschen über so ein paar Sachen drüber nochmal neu. Kannst du schon mal einen Namen schreiben? Oder beide? Oder alle, die im Chat sind? Gerne einfach mal ein paar Namenvorschläge für dieses etwas. Ich zeig's gleich mal. So sieht's aus. Gerne ein paar Namensvorschläge reinschreiben. Nanako. Einfach Nanako. Aber es klingt wie so, als würde es gleich irgendjemand aus einem Anime angreifen. Aber ja, merken wir uns vor. Jetzt schauen wir noch, ob ein anderer Vorschlag kommt. Und wenn nicht, dann nehmen wir Nanako. Dann muss ich hier kurz gelb nehmen und die Augen noch färben. Dann machen wir hier noch kurz einmal. Und dann zeichnen wir das mal. Dann gucken wir mal, wie das klappt. Jetzt haben wir es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen noch den Bauch und den Finger färben. Dann müssen wir noch gucken, ob irgendwie noch irgendwo noch mal ein bisschen Tiefe rein muss. Einfach nochmal eine andere Farbe gewählt werden muss. Und dann denke ich, passt es. Okay, farblich bin ich fertig. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob hier nochmal irgendwie ein bisschen mit was gearbeitet werden muss. Soll ich, Abfrage im Chat, soll ich nochmal ein bisschen was, irgendwie so ein bisschen, weißt du schon, so mal nochmal ein dunkelorange irgendwie, das nochmal ein bisschen besser aussieht, oder reicht das so? Also, weil für mich wäre das natürlich jetzt, nee, ich könnte hier nochmal hier so ein dunkelorange, so ein anderes Orange noch mit einfügen. Oder hier oben dann. Das sieht man dann, denke ich, ganz leicht. Ja, das sieht man ganz leicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man dann hier noch so einen kleinen extra Farbton hat.
kann der Halt größer sein, größer sein, als das ist schon, oder ist es schon vorbei? Wie meinst du größer? Also wenn ich den jetzt nochmal, also wenn der länger sein soll, dann wird es schwierig, weil dann müsste ich den kompletten Kopf neu malen. Aber wenn du sagst, er soll breiter sein, also dicker, das kriege ich locker hin. Breiter, ja gut, das finde ich, das kriegen wir hin. Dann machen wir jetzt hier kurz noch ein bisschen Farbe rein. Weil dann wird er eher noch breiter. Und dann machen wir mal kurz schwarz und dann machen wir den so. Ist das breit genug oder ist das zu wenig? So, ich denke, das könnte man als fertig betiteln. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden. Ne? Ich speichere es direkt mal, dass ich es nicht verliere. Also, wie haben wir es gesagt? Nanako.